Hallöchen, liebe Freunde, weiter geht's mit Let's Play Tropico. Und zwar Tropico 5. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben hier ein paar Wetten laufen, die müssen natürlich auch erfüllt sein. Und wir sind fleißig am Kunden. Also insgesamt läuft diese Insel doch ganz, ganz hervorragend. Schauen wir mal. Es gibt einen Ausweg aus der Grundsteuermisere. Sie müssen allerdings Ihre Hausaufgaben erledigen. Der Orden will nicht, dass Sie sich immer nur auf uns verlassen. Der Orden zeigt Ihnen den Weg. Aber Sie müssen ihn gehen. Welch weise Worte, um Schmiergeld zu zahlen. Bam. So. Während seine Majestät die Rückständigkeit ihrer Insel höchst erheiternd findet, sorgt er sich nun darum, dass dies seinen großartigen Plan behindern könnte. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Wir nehmen wieder mal die Mandatsverlängerung, aber das war... was ist denn mit meiner Maus? Die zittert. Jetzt nehmen wir die Mandatsverlängerung, denn dann haben wir auf jeden Fall ein sicheres Polster, aus dem wir agieren können und auch das nächste Mal ein bisschen Kohle abgreifen können. Unsere Armee läuft, auch wenn die sehr rückständig wir ist. Wir haben soeben herausgefunden, wie oft man einen Wissenschaftler... Ah ja, das kennen wir schon. Und jetzt können wir endlich Planken herstellen und Planken sind sehr, sehr genial, um viel, viel Geld zu machen. Und auch das ist unser Hauptziel momentan. Jetzt schauen wir mal. Planken. Sägewerk. Bam. So, machen wir zwei hin. Gehen da zwei hin? Habe ich das zugebaut, ne? So, zwei gehen hin. Damit verdienen wir natürlich uns ein Mega-Geld, ja. Also hier sind die Bauarbeiter schon unterwegs. Ich bin ja ganz begeistert eigentlich. Das ist ja super. Haben wir hier Bauarbeiter, die natürlich jetzt auch viel Freizeit genießen, ja, weil wird ja selten was gebaut gerade. Wobei wir Häuser brauchen könnten. Okay, das funktioniert auf jeden Fall ganz super. Hier kommen auch nochmal Häuser her. Aber jetzt erstmal ein Auftrag. Den Markt mit billigen Getreideexporten überschwemmen? No problem. Aber wie soll ein vernünftiger Ackerbau in einem rückständigen Land funktionieren, das von einem anderen ausgebeutet wird? Der Auftrag wird uns nicht unbedingt allzu schwer fallen, glaube ich. Da braucht es eigentlich nur ein paar Schifflein. Denn wir haben ja Eisen und Baumstämme auch schon im Ausgang. Und hier wird jetzt auch kräftig noch hergestellt. Also insgesamt läuft diese Insel doch schon mal ganz angenehm. So, das will der jetzt noch? Wir, das Volk von Tropico, verlangen das Recht, Waffeln zu tragen. Hm? Moment, da stimmt was nicht. Das ist ein Druckfehler. Zu den Waffen. Na gut. Erlasse. Schauen wir uns die Erlasse doch mal an. Und die wollen zu den Waffen. Erhöht die Kriminalität und Freiheit. Na gut. Wenn sie das wollen, Waffeln kriegen sie. Kein Thema. Und es kommt 21 neue Bürger nach Tropico, was sehr angenehm ist. Seine Majestät hat zahlreiche Berichte über ihre Kolonie persönlich studiert und einen großen Fehler in ihren Plänen entdeckt. Wir brauchen Plantagenverbesserungen. Na gut, dann machen wir das doch mal. So, zweimal. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses an... Und jetzt nehmen wir die Kohle auch gleich, weil dann können wir nämlich von dem Geld wiederum was Sinnvolles machen, und zwar Häuser bauen. Und die baue ich diesmal aber da oben, weil hier oben fehlt eindeutig noch ein bisschen Bevölkerung. So, hier noch ein bisschen. Das wird ganz... Naja, wird nicht ganz lang, okay. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Da haben unsere Bauarbeiter auf jeden Fall erstmal eine Sekunde lang was zu tun. Und da sind sie auch schon unterwegs. Schaut euch das an. Die Bauarbeiterarmee ist am Fahren. Na, wird fleißig gebastelt. So, schauen wir mal. Ja, nimmt doch schon ganz, ganz schön Gestalt an hier. In unserer Neubausiedlung. Direkt am Wachturm. Sehr angenehm. Da zieht natürlich auch gleich Leute ein. Bam voll. Der wird auch relativ zügig voll sein, vermute ich mal. Na, nicht mal so. Sind dann wenigstens die Armutsviertel hier unten weg? Immer noch nicht ganz. Ja, dann brauchen wir da... Boah, Geld. Gut gemacht. Also, Glückwunsch. Jetzt erzählen Sie mir mal.
Ich mag es, Malfoy. Wir nehmen das kostenlose Opernhaus, denn davon haben wir nicht so viele. Und da möchte ich natürlich auch ein bisschen noch unsere Siedlung pushen. Ja, hier, oder? Schönes Opernhaus, direkt am Strand. Nett. Wir haben unseren Gegnern jede Menge Nahrung gegeben, aber sie haben nicht zugenommen. Seine Majestät ist wütend und verlangt auf der Stelle noch mehr Nahrung. Nicht verändern. Präsidente, wir haben eine bahnbrechende Erfindung gemacht. Die Zeitung. Na, verrückt. Darauf befindet sich sogenannte Druckerschwärze, mit der wir die neuesten Ereignisse beschreiben. Dazu gibt es Interviews und politische Stellungnahmen. Damit kann jeder in Tropico seine Meinung äußern. Verrückt. Und er wird den Gang zur Toilette mit einem Mal als viel komfortabler empfinden. Ah, welch Fortschritt. Ich finde das super. Ja, das ist doch mal Erfindergeist, ja? Klasse. Gefällt mir. Die bauen wir natürlich auch neben unsere Bibliothek, denn Bildung, ne? Kann schon nebeneinander stehen. Und jetzt bauen wir hier nochmal eine katholische Mission. Denn die haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Und dann bauen wir hier unten nochmal ein paar Häuser. Anders, damit Sir, ein bisschen anders einmal aussieht. Mehr hat die Krone die Grundsteuer verdoppelt. Ich weiß aus gut unterrichteten Quellen, dass der Gouverneur von Isla Roja hinter dieser sogenannten Steuerreform steht. Ja, und da versucht uns jemand wohl ein Ei zu legen, indem er alles für uns schwieriger macht. Aber auch da werden wir durchkommen, da bin ich mir ganz sicher, denn wir haben ja wirtschaftlich schon ein bisschen aufgerüstet hier. Und bauen ja auch wie die Blöden. Das hebt natürlich auch die Freude an, und wenn die Freude angehoben ist, dann kommen hier auch mehr Leute an. Und die arbeiten wiederum auf den Feldern, und das erzeugt noch mehr Wohlstand und way, Wirtschaftskreislauf. So. Wie geht's eigentlich in unserer Bar voran, ha? Huh? Ich würde ganz gern die Bar nochmal mir genauer angucken. So, nochmal. Ah, komm. Schön, oder? Kleines Bildchen gemacht, bam. Hammer. Ja, ich muss mir auch was überlegen für die Thumbnails. Ist ja nicht einfach so, dass man hier einfach rumspielt, ne, macht und tut. Man muss wir ja auch die werden Thumbnails unsere machen. Insel verteidigen. Wir werden auf den Feldern und in den Straßen gegen sie kämpfen. Ja, aber am besten kämpft es sich aus der Deckung dicker Deinen Mauern? Okay. Besitzen sie acht Wachtürme! Na gut. 8 Wachtürme. Ist doch mal eine Mission. Buddy, ich gratuliere. Well done. Sie bringen mich noch immer zum Staunen. Nun wird's Zeit, Ihren Erfolg zu feiern. Ja. Dann nehmen wir das kostenlose Militär vor. Sie brauchen nicht mal die Hälfte der US Army, Buddy. Die besteht momentan ohnehin nur aus 37 Freiwilligen. Ja, darauf können wir auch verzichten. Wir nehmen erstmal das Militär vor. Auch nicht unbedingt das Beste, was man kaufen kann, aber immerhin ein Militär vor. Zack, hingebastelt. Und jetzt bauen wir Wachtürme. Überall auf der Insel. So, schauen wir mal. Hier noch. Sollen wir 8 Stück unterbringen? So, da noch eine hin. Und hier an die. Ach, da oben ins Bildungsland. Wunderbar. Da noch eine rein. Hier könnten wir auch noch einen Wachturm davor basteln. Jetzt lassen wir die erstmal bauen, oder? Haben wir eigentlich kein Goldvorkommen gefunden? Uran! Ist sehr angenehm, aber ganz gern Gold gehabt. Es ist höchste Zeit, in die USA zurückzukehren, Buddy. Doch vor meiner Abreise möchte ich mich noch einmal für all das bedanken, was ich als Ehrengast auf Ihrer wunderschönen Insel erleben durfte. Echt kein Aufwand gewesen, ne? Haben wir es jetzt geschafft? Ich hätte ganz gern noch ein bisschen gebaut. So, stellen wir mal die Wirtschaft jetzt. Ihr seht ja, ich stelle das immer mal um 1 höher. Und wir können jetzt auf der Cayo de Fortuna ein bisschen weiterspielen. Und das würde ich sagen, machen wir doch gleich mal. Liebe Mitbürger von Tropico, heute erhebt sich ein neuer Feind.
der meine Lebensweise, meine Freiheit und meine strategischen Bananenreserven bedroht. Isla Roja hat uns ohne die geringste Provokation den Krieg erklärt. Tropico, jetzt ist nicht die Zeit, sich zu fürchten. Wir werden dieser Bedrohung ins Auge sehen und wir werden durchhalten. Wir werden unsere Küste verteidigen und wir werden durchhalten. Das wie unsere Lamas spucken wir allen Feinden ins Auge, die unser Land verunreinigen. Wir werden durchhalten. Viva Tropico! Viva Tropico! Episch Applaus. Okay, so, und jetzt müssen wir hier alle Bürger, artistische Stadt, das passt eigentlich alles. Bam, weiter geht's. Und jetzt haben wir auf der neuen Insel natürlich ein bisschen Finanzpolster. Und können natürlich auch nochmal überlegen, was machen wir denn eigentlich mit dem ganzen Finanzpolster? Wir können Kasernen bauen, eine Textilfabrik vielleicht. Haben wir denn Wolle? Mal kurz gucken. Ananas bringt uns nichts, Zuckerrohr ist auch toll. Lamas. Lamas erzeugen Wolle, oder? Ja. Okay, dann können wir eine Textilfabrik aufmachen. Auch die setzen wir natürlich hier unten ran, damit der Weg hier zu den Hafengebieten nicht so weit ist. So, Textil ist nämlich auch ganz gut. Und dann eine Zigarrenfabrik noch hinterher. Ja, das wird jetzt hier ein bisschen kompliziert. Zack, Zigarren auch noch. Jetzt geht die rum natürlich nicht mehr, ne? Also, da müssen wir noch ein bisschen... was feindlich macht? Das werden wir wohl nicht ganz überleben. Huch. Shit. Stopp. Stopp. Wie machen wir das? Hierhin. Schneller Bau, bitte. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, aber wenn, dann wären das natürlich jetzt ein paar... Würden wir vielleicht das Ruder noch rumreißen, weil das funktioniert nicht lange. Bitte lass das schnell gebaut werden, bitte. Bitte, bitte, bitte. Weil der Kampf, der geht in die Hose. Oh Mann. Ich hoffe, die verschwinden jetzt gleich. Da sind ja noch mehr. Ja, ich hoffe, die... Nicht den Palast, bitte nicht den Palast. Wo rennt ihr hin? Dahinter. Ganz klar. Wo auch sonst. Das Vor machen wir auch mal auf hohe Priorität, bitte. Warum baut das denn keiner? Sind denn unsere ganzen Schnarchnasen? Da hinten unterwegs? Na toll, das wird hier nix, ey. Wir verlieren diese Schlacht. Aber auch ein Ende ist immer ein neuer Anfang, Freunde. Zumindest wenn man Geld hat. Und das haben wir in dem Fall sogar. Deswegen nochmal hier 2 Kasernen. Wird zu unserer Kasernensiedlung hier. Dann können wir nochmal in der Zwischenzeit fix an Holzfällerlager denken. Ich weiß, ich bin ein bisschen, weiß nicht. Wieder Aufforstung, erforschen wir hier auch mal bitte. Okay, das zerlegt ihr hier mir gerade alles. Ja, schön, nett, freundlich. Oh Mann! Bauarbeiter! For the win! Truppen von Isla Roja greifen ihr just unabhängig gewordenes Land an. Ach, die Penner. Ein so lachhafter wie unerwünschter Konflikt. Beenden Sie ihn so schnell wie möglich. Ich würde ja gerne, aber meine ganzen Bauarbeiter sind betrunken. Eine perfekte Geschäftsgelegenheit. Riesige Gewinne aus dem Unglück anderer zu machen. Eisen, wir haben mal. Sie da, wo wir sie haben wollten. Kapitalistenbeziehungen nehmen wir auch. Wir haben einen Waffenstillstand. Das ist sehr angenehm. Haben die jetzt das Ding... Ja klar, haben sie es zerlegt. Das ist Eisen. Nee, Bauxit. Eisen, wunderbar. Exportieren wir auch schon. Schön. Dann läuft das zumindest. Kaserne läuft auch. Perfekt, ey. So habe ich mir ungefähr das gewünscht gerade. Dann schicken wir mal hier fix nochmal unsere
Military, unsere Army hin. Ihr neuer Stabschef General Penultimo sagt, dass es keine bessere Methode als die Beflaggung hoher Gebäude gibt, um die Moral der Verteidiger zu heben. Eine Wachtürme. Okay, bauen wir Wachtürme. Das kriegen wir noch in der Folge hin, dass wir die zumindest hinsetzen irgendwo. Ah, da noch eins. Und dann möchte ich hier noch einen hinhaben. So, es müsste jetzt 5 gewesen sein, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. 1, 2, 3, 4. Kein 5. irgendwo. Nicht schlimm. Bam, 5. So, alles klar. Und wir exportieren richtig gut Geld hier. Das ist auch sehr angenehm. Erheben wir mal schnell die Prio an noch. Okay, Handelsbeziehungen. Bam, müssen wir mal schnell reinschauen. Konserven können wir nicht. Ist ja alles echt unangenehm. Machen wir mal das. Bananen nicht. Ananas, ja. Warum geht das? Ach so, ja, wir haben Geschäfte. Mit den Achsenmächten? Krass. Was man alles machen kann, ey. Glaube ich. Konservenplanken kauft. Rum. Rum können wir nicht. Da fehlt uns ein bisschen Bares dafür. Obwohl jetzt auch gerade nicht mehr. Dann bauen wir noch schnell eine Rumdistille. Auch sehr sehr, sehr gut und viel gewinnbringend, das Ding. Wir produzieren ja relativ viele Sachen. Hier müssen wir mal ganz fix eingreifen und die Wiederaufforstung erforschen. Denn sonst haben die, sonst wird der bald seine Arbeit einstellen. So, hier hinten, da haben wir gerade diese Mega-Landhausreihe in Auftrag gegeben. Präsidente, wir konnten einfach keine Entdeckungen machen. Also beschlossen wir, die größten Errungenschaften der Franzosen zu stehlen. Dummerweise brachen wir daraufhin in ihr Museum für Militärgeschichte ein und brachten nur diese weiße Flagge mit. Die können wir höchstens als Tischtuch nutzen. Ach, verdammt. Der Plan war gut. Hat aber nicht funktioniert. Naja. Okay, Freunde, das war's auf jeden Fall schon wieder für jetzt und für heute mit Tropico. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Allerdings, ja, sind wir doch schon mal ein ganzes Stück weitergekommen. Wir haben ein kleines Gefecht überlebt und haben auch zumindest noch ein bisschen Waffenstillstand. Lang hält das allerdings nicht mehr, deswegen müssen wir uns echt dranhalten. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.